Willkommen zurück zu Final Fantasy Crystal Chronicles. Mit mir alleine auf Mogri-Jagd. Mogu, unser treuer Gefährte mit den Jank-Skills, hat für uns diesen Schalter da vorne aktiviert, damit wir den Portalstein kriegen können. Und jetzt müssen wir ihn nur von da oben mal wieder runterholen. Damit er mit uns mitkommen kann, beziehungsweise mit dem Kristall. Oh, komm schon, Mogu! Haben wir nicht genug Schalterrätsel? Willst du jetzt ernsthaft nochmal Ärger machen? Komm, die letzte Folge war genug, Jank. Jetzt komm hier drauf. Blödes Viech. So, jetzt können wir nämlich den Portalstein vorne einsetzen gehen. Und dann die Mogri-Höhle besuchen. Schönes Geräusch. Ja, ich hoffe, niemand haut uns meinen schönen Stein hier aus der Hand, denn wir haben... Aua, so viel dazu. Wir wurden sogar gesniped, denn wir haben natürlich keine Gegner hier entfernt. Die Viecher sind da gar nicht so schlecht drin. Okay. Tada! So, jetzt lass mich hier bitte rein. Dankeschön. So, und die Mogri-Höhle müsste eigentlich hier sein. Runtergehen! Jawohl! Da haben wir einfach eine Bodenklappe. Schick, die habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe... Wie man gesehen hat, keine Ahnung gehabt, wie man an den Portalstein alleine drankommt. Aber wir haben es geschafft. Hallo, Kubo. Ja, ich hätte gern Stempel. Ah, wieder ein zweiter aus einer Dreiergruppe. Also leider noch kein neuer Skin. Aber wir nähern uns. Ja, damit haben wir Rebena Terra dann auch schon mal abgeschlossen. Stempelweise. Nix wie raus hier aus dem Level. Wir hatten hier vorne die Türen alle geöffnet, also arbeiten wir uns einfach hier mal eben schnell wieder durch. Wunderschön. Auflösen. Wenn du es so hast. Jawohl. Dann sind wir nämlich gleich ein bisschen schneller am Ausgang. Wenn wir schon Solo-Hast kombinieren können, sollten wir das auch mal ausnutzen, wa? Wird übrigens geladen. Ja, Pest. Ich wünsche nur, unser Mogri wäre dann auch ein bisschen schneller, aber den können wir natürlich nicht hasten. Wie sich das nicht gehört. Ja, dann Beeilung, Mr. Mogu. Immer unterwegs auf Topspeed. Ich will nicht mehr, du musst fragen, Gruppe. Ich sehe es kommen. 3, 2, 1. Länger durchgehalten, als ich erwartet habe, aber er hat jetzt schon Schweißtropfen an der Stirn. Ja, ist mir egal. Wir haben genug HP, um zum Ausgang zu rennen. Und wir haben Hast. Ja, zurück zur Weltkarte. Ach, ist das schön. Rebena Terra, Haken dran. Mogris eingesammelt. Wird übrigens geladen, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, dann tuckern wir jetzt noch zum Mount Valanche rüber. Da wissen wir sogar auch, wo die Mogris sind. Wir haben den Eingang zu denen gefunden, als wir das letzte Level gespielt haben. Aber natürlich waren natürlich meine lieben Kollegen dabei, also konnten wir nicht reingehen. Großartig. Großartig. Bikerfunkel, Bikerfunkel. Ich verstehe nicht, was das soll, dass die da immer stehen. Jedes Mal, wenn wir mit dem ultimativen Element kommen. Generell habe ich ja immer noch das Gefühl, aber ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, dass die definitiv vergessener Content oder nicht fertiggestellter Content sind. Weil die haben ja überhaupt keinen Story-Hintergrund. MacMail, diese vergessene Stadt, ist ja gut und schön. So von der Theorie her, ja, hier ist eine vergessene Stadt, voll cool und so. Aber diese Stadt hat ja gar keinen Inhalt. Diese komplette Stadt besteht aus einem einzigen Karfunkel. Und der schläft auch noch, wenn man mit dem reden geht. Außerdem steht halt... Stilskin darum, aber der kann halt überall stehen. Dafür braucht man nicht extra eine eigene versteckte Stadt. Und sonst kann man in dieser Stadt ja nichts machen. Lanschberg, jawohl. Gibt halt nochmal ein paar Mugel, aber die hätte man auch aus was weiß ich sonst wohin platzieren können. Diese Stadt an sich hat null Wert. Außer, dass man sie halt dann noch in der Story erwähnen kann. Aber da hätte man auch genauso gut einfach den Lanschberg erwähnen können, anstatt der Stadt. Viele Schatztruhen öffnen. Ja, das wird ja herrlich. So, die Geschichte hier alleine. Erstmal muss ich meine Ausrüstung anpassen, weil das hier alleine kann schon ein bisschen gefährlicher sein. Wir brauchen auf jeden Fall die Äonenrüstung.
Dann hätte ich gerne den Eishelm ausgerüstet, damit ich nicht eingefroren werde. Und dann... hatte ich ein Accessoire gegen Fluch? Ne, ich habe eine Stoppuhr, dann muss ich die Rüstung gegen Fluch reinmachen. Das ja alleine könnte nämlich tatsächlich ein bisschen gefährlicher sein. So, dann brauche ich auf jeden Fall eine Phönixfeder drin, da komme ich nicht drum rum. Engel brauche ich alleine nicht, also tun wir lieber eine zweite Phönixfeder rein. Okay. Los geht's, mal gucken, wie weit ich komme. In dem Level werde ich ja von diesen blöden Steinen aufgehalten, was ein bisschen nervt. Ich habe das Gefühl, ich brauche die Blitzresistenz. Na gut, wir werden kombinieren müssen. Und zwar Sand ist für den Geist hier. Hey! Ohne schnelleres Casten. Zauberkombination zu Zauber ist immer lustig. Das ging sehr schnell. Oh, das ist gut. Zweites Vita, das wir hastcasten können, wenn wir wollen. Was? Habe ich den gerade gethree-hitted? Power Yuke! Right here. Hier tun wir dann mal eine neue Phönixfeder rein. Lassen wir mal den Felsen hier kaputt. Mein Gott, dauert das lange, hastcasten. Hey! Zu schnell für den Mogul mal wieder. So, halten wir uns. Halten wir uns links ist gut, hier ist eine Sackgasse. Wir müssen erst wieder in dieses Eisgebiet runter, das irgendwo am Südrand versteckt ist. Das davon ist nur eine Abzweigung. Geh weg. Dankeschön. Komm, Mr. Mogul. Schritt schneller. So, hier ist das Eisgebiet. Da müssen wir dann links entlang, weiß ich noch. Aber. Gerade hat man geflissentlich lassen. Ja, ja. Sowas in der Richtung habe ich nicht befürchtet. Bis wir immun gegen den Castkram sind. Schön. Zrom. Immer schön links halten. Da haben wir auch schon die Screen Transition. Wenn man hier einfach durchdasht, ist Mount Valanche ein richtig kurzes Level, wenn man sich das so anguckt. Es wird halt einfach nur lang, dadurch, dass hier relativ viele Encounter stehen. Na gut, und wenn man jetzt die Gegner in den Encounter nicht gerade one-shotten kann, dann ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber... im wahrsten Sinne des Wortes, wir one-shotten hier teilweise der Gegner. Kombinieren wir uns die Hast mal zurück. Hä? Ich hasse auch zu lange. Trippelzauber alleine casten halt. So, mal schauen, ob der Kristall sich reaktiviert, wenn wir außer Reichweite von diesen Dingern da rennen. Aber der Kristall reaktiviert sich nie wieder. Das ist ja voll fies. Egal, hier vorne ist schon die Stelle. Prüfen, reingehen. Ja. Reingehen. Danke. Der Damage-Stick von dem Miasma hat uns, glaube ich, daran gehindert, da reinzugehen. Schabadabadab, schabadadab, schabadadab, darab, darab. Hello, Kupo, ja. Ein weiterer Stempel, und zwar... Jawohl, wir haben eine volle Gruppe. So, Kupo, das passende Stempel. Hier, ein gratis Erinnerungskristall. Gratis würde ich den nicht nennen, aber du hast den Kristall von Yuffina erhalten. Um jemanden zu imitieren, frag mich, aber tu es, bevor du aufbrichst. Wer ist nochmal Yuffina? Eins musst du wissen, Kupo. In Städten oder in Dirk, ja, das wissen wir doch. Ja, verstanden. Zeig mir mal, welchen Kristall wir gerade gekriegt haben. Imitieren. Eine Yuke-Tante. Die hat sogar einen halbwegs ordentlichen Skin. Mit der würde ich sogar noch spielen, wenn ich könnte. Die sieht eine Million mal besser aus als die eine weibliche Yuke in der Yuke-Karawane. Als alle weiblichen Yuke-Standard-Skins, die man auswählen kann. Seriously. Ja, okay. Aber ich habe ja Sam Sam. Gut, dann haben wir jetzt Schula, Yuffina, Leintorts, Wälder durch Downloads, Sam Sam soweit. Jetzt! Soweit, so schön. Dann nix wie raus hier, was ein bisschen nervig wird. Ich hoffe, die Steine sind weiterhin despawned. Wir müssen das Level natürlich wieder zu Fuß verlassen. Ich hoffe, der Kristall wurde jetzt einfach reaktiviert, weil wir da drin waren.
Nope. Fies. Hilfe. Schnell, wieder. Wie fies. Der Kristall wurde nicht reaktiviert. Heißt. Mit anderen Worten, killt eure Pflanzen, liebe Leute, ansonsten könnt ihr den Mogul auch ignorieren. Das ist ja mies. Das ist richtig mies. Ja, nix hier raus hier, 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 nix hier raus hier. Dankeschön. Haarig. Okay, dann heilen wir uns direkt wieder hoch und Carsten wieder hast. Ich hoffe, der Kelch wird ja zumindest für das Gebiet wieder normal aktiviert. Ja, sehr schön. Das wäre jetzt übel gewesen, wenn er weiterhin deaktiviert geblieben wäre. Kannst du den ruhig in der Hand behalten, Mr. Mugel. Wo kamen wir lang? Hier links kamen wir lang. Jetzt muss ich nur den gleichen Weg wieder rausfinden, den wir reingekommen sind. Ich habe ja das Gefühl, ein bisschen umständlich gelaufen zu sein. Ich habe einfach den gleichen Weg benutzt, den wir beim letzten Mal beim Spielen dieses Levels verwendet haben, weil ich den noch im Kopf hatte, so ungefähr. Sieht aber soweit ganz gut aus. Steine sind noch weggeräumt, also können wir im Grunde einfach rausrennen. I'm tired, Cooper. Sind wir hier lang gekommen? Da werden wir... Ah, da sind wir reingekommen. Wunderschön. Zur Weltkarte. Okay. Erfolgreich die Mugel abgeräumt. Dann geht's zurück nach Celepation Cave. Oh, ich glaube, das ist auch ein ziemlich weiter Weg in Celepation zu den Mogris. Die sind da in der hinterletzten Ecke von dem Level bei den Aufzügen. Aber da sind zumindest keine Barrieren im Weg. Das heißt, da müssen wir relativ schnell eigentlich hinkommen. Ja, schauen wir mal. Es wird sich vielleicht lohnen, am Anfang des Celepation-Levels ein Vita einzusacken, damit ich Haste casten kann. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, welcher der ersten Gegner Haste Vita gedroppt hat. Ich glaube, einer auf der linken Seite. Wir werden es feststellen. Ich meine, ein fliegender Gegner auf der linken Seite am Anfang des Levels hatte bei Celepation Cave Vita. Ich bin gespannt, ob wir vor allen Dingen unterwegs vielleicht noch das ein oder andere Event kriegen, jetzt wo ich ja allein ein bisschen rumlaufe. Kevin hat ja echt nicht unrecht. Es ist unnatürlich, wie wenig Events ich auf der Weltkarte kriege. Uns fehlen noch so viele Standard-Events, wie als, was Kevin auch sagte, die Events, wo die Yuka einem Informationen über die Gegner geben. Davon gibt es eine riesige Reihe an Events. Weil das so random Events sind, die zwischendurch einfach mal kommen können sollen. Die wir einfach nie kriegen. Wir gehen einfach Schritt für Schritt und kein Event, kein Event, kein Event. Freu dich, kein Event. Ich bin jedes Mal gerüstet. Nächster Schritt könnte wieder ein Event sein, aber kein Event. Ob ich irgendwas gemacht habe, das die Event-Counter runtergezogen hat? Vielleicht liegt es daran, dass wir schon so spät im Spiel sind, weil wir schon irgendwie Jahr 16 haben oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Zurück zur Weltkarte. Jawohl. Ja. Zwei Schritte, auf denen wir noch Events kriegen könnten zur Celepation Cave. Oh, oh, ein Event! Ein Event! Oh, die anderen werden so überrascht sein, wenn da was im Tagebuch steht, was sie nicht mitgekriegt haben. Wenn es ein neues Event ist, das tatsächlich ins Tagebuch kommt, wenn es jetzt nicht wieder eins der Events, die wir schon kennen. Das Volk der Lilithis soll früher über diesen Kontinent geherrscht haben. Angeblich sind auch diese Straßen für den Krieg gebaut worden. Doch bevor sie von Soldaten begangen wurden, ging der Krieg zu Ende. Ich bin stolz darauf, als Karawane diese Wege zu begehen, anstatt auf ihn als Soldat in den Krieg zu ziehen. Ist es nicht besser, auf ihn zu wandern, um etwas zu beschützen? Anstatt auf ihn zu marschieren, um etwas zu zerstören. Ja, stimmt. Lieber zerstören. Nicht wahr? Denn diese Straßen zu beschreiten, heißt die eigene Heimat in die Zukunft zu führen. Cool. Tatsächlich ein neues Event. Ich bin beeindruckt. Ja, dann haben wir tatsächlich ein Tagebucheintrag zusätzlich zu lesen am Ende des Jahres. Wie viele Tropfen haben wir momentan nochmal im Kelch? Ich glaube zwei, ne? Das heißt, nach dem nächsten Level wäre sowieso wieder Jahresende. Ja, in der Tat.
Zwei Events auf zwei Feldern! Das ist nicht mein Spielstand. Das kann ja nur Schuler sein. Wer würde sonst so schnell nerven? Das kann ja nur Schuler sein. Natürlich. Hallo, ist das Wetter nicht wunderschön? Boah, dieses Event habe ich schon eine Million Mal gesehen. Die Jubelkampagne kommt einfach, Karawane kommt einfach nie und hier die Klavats, die nerven uns auf jedem dritten Event-Schritt. Kürbiskartoffeln erhalten. Voll toll. Wird nicht mal mehr ins Tagebuch eingetragen. Wir haben es schon abgelehnt, wir haben es schon angenommen und das sind die beiden Sachen, die man in diesem Event machen kann. Fertig. Uns wurde auch seit Ewigkeiten nichts mehr von den Streifenräubern berichtet. Naja. Salopation Cave. Betreten. Fahle Höhle muss nicht sein. Da sind die Mogris ja auch gar nicht da, soweit wir das mitgekriegt haben. Ja, wie gesagt, ich schau mal, dass wir einen Vita direkt am Anfang holen und dann hasten wir uns möglichst durch den größten Teil der Höhle. Geht nur mit Zaubern besiegen, halt, kriegen wir voll hin, ne? So, Judah, warst du der Vita-Gegner? Blizzard! Blizzard! Nope, das ist der Eis. Blitz! Nicht Eis, Blitzgegner. Dann war es vielleicht jemand hier auf der Seite. Das ist jetzt Eis. Blizzard. Wenn es keiner von denen hier ist, dann lassen wir es halt. Der Blitz, der hat Vita. Perfekt. Wunderschön. Hatten wir das ja gelöst. Dann kombinieren wir Hast. Und casten Hast! Ja. Wart doch selber. Dann können wir durch die ganzen Fische hier einfach durchzischen. Das Lustige ist ja, dass die Mogrihöhle im Grunde direkt am Start des Levels ist. Aber halt hinter einer Wand. Wo wir diese blöden Aufzüge für brauchen. Beweg deinen Hintern, Mogu. Bist zu langsam. Wir sind schon längst auf der anderen Seite des Levels, bis du wieder angekommen bist. Glücklicherweise haben wir ja hier die Abkürzung quasi durch die Höhle. Wenn wir Tasten unterwegs sind, kriegen uns die Gegner glücklicherweise auch einfach nicht. Was eine schöne Sache ist. Okay, wird geladen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welchen Aufzug wir nehmen müssen. Müssen wir überhaupt einen Aufzug nehmen oder ist das ganz oben drauf gewesen, die Mogelhöhle? Ich muss tatsächlich ein bisschen suchen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also hier, da ist er. Reingehen. Wunderschön. Yep, richtig. Dann gibt es jetzt einen weiteren Stempel und zwar ein Mogri Milan Stempel. Nein, danke. Okay, jetzt aber raus, ja. Ja, jetzt den ganzen tollen Weg wieder zurück. Herrlich! Ich liebe es. Zum Glück haben wir Hast für sowas. Da hier vorne ein Warp-Punkt vielleicht, zufällig? Nein, wird zu einfach. Sieht man hier vorne irgendwo einen Warp-Punkt? Nein, irgendwo einer. Ich könnte schwören, hier wäre einer gewesen. Aber offenbar irre ich mich. Wie gesagt, ich weiß gerade in den etwas späteren Leveln, weiß ich nie, wo überhaupt irgendwo mal so ein Kristall-Warpunkt ist. Wobei doch, ich weiß hier von dem Windkristall-Warpunkt, der fast direkt vor dem Boss liegt. Der Weg dahin ist wahrscheinlich sogar kürzer, als jetzt bis zum Anfang des Levels zurückzurennen. Ach, gehen wir dahin, ne? Haste! Ist zwar ein bisschen riskanter durch die ganzen Mobs hier, aber passt schon. Wir sind ja gehastet. Sup! Und bye. So. Komm mal her. Beamen. Beamen.
Das hat jetzt natürlich den Nachteil, dass das Ding jetzt auf Wind ist, ne? Ugh. Das heißt, ich muss das geheime Element wiederholen. Ugh, das hätte ich nicht machen sollen. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Goddammit. Drei Events auf drei Schritten? Also jetzt ist aber seriously was ausgebuggt. Schon wieder die Klappert. Hallo, Engelsstaub gefällig? Ja. Bist du dir wirklich sicher? Nicht kaufen. Na gut, da kann man nichts machen. Ins Tagebuch eingetragen. Wir haben Ja gesagt und dann Nein gesagt. Das wurde ins Tagebuch eingetragen. Scheint tatsächlich eine andere Dialogoption zu sein, denn es wurde als neuer Eintrag eingegeben. Und ich habe das Gefühl, wir hatten dieses Event schon zweimal, sodass ich einmal Ja und einmal Nein gesagt habe. Aber egal. Passt schon. Vielmehr ärgert mich halt wirklich, dass ich jetzt tatsächlich das blöde ultimative Element wiederholen gehen muss. Und das ist jetzt ein tatsächlich viel größerer Umweg, als es gewesen wäre, einfach zum Anfang des Levels zurückzurennen. Ugh. Zumindest kann ich unterwegs zum Kilanda-Vulkan tuckern. Hi. Bring uns mal zum Kilanda-Vulkan, dafür brauche ich keinen extra Element oder sowas. Wird geladen! Schwupp. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob man diese Beampunkte benutzen konnte, ohne dass man den Kessel draufstellt. Aber ich meine, man musste den Kessel draufstellen, das Element ändern, damit man die tatsächlich verwenden konnte. Naja. Ja, Kilanda-Vulkan. Wunderschön. Ich befürchte, dieses Gebiet hier funktioniert nur leider ein bisschen komisch. Weil man ja zu wenig Geld haben könnte, um woanders hinzufahren. Deswegen muss man, glaube ich, vom Kilanda-Vulkan wieder dahin zurückfahren, wo man hergekommen ist, weil ein bisschen doof ist. Ja, aber die Geschichte hier sollte ja ziemlich schnell gehen. Wir wissen, wo die Mogelhöhle hier ist und die ist direkt am Anfang des Levels quasi. Also das ist jetzt keine große Herausforderung. Da vorne ist nämlich schon die Lavabrücke. Noch näher dran, also als ich eine Erinnerung hatte. Moment, ist doch hier, oder? Ist es nicht hier? Ich bin verwirrt. Ich hätte schwören können, die Höhle war direkt hier vorne, oder? Oder? Irre ich mich jetzt? Das wäre jetzt peinlich. Das wäre jetzt peinlich. Ich hätte schwören können, die Höhle war direkt hier vorne. Bei diesem Gestrüpp hier. Okay, geht mir mal nicht auf den Keks. Ich bin gerade dabei, mich zu blamieren. Geht weg. Stört mich nicht dabei, mich zu blamieren. Kommt ja noch einer. Leute, nicht übertreiben. Scheinbar doch im zweiten Abschnitt. Mist. Okay, hatte ich zu früh in Erinnerung, wie es aussieht. Ich hätte schwimmen können, die Höhle war direkt hier vorne. Aber okay. Dann nicht. Dann erhöhen. Ah, komm. Erhöhen wir einmal hier vorne das Wasser. Jetzt also die Brücke durch das Wasser. So rum. Macht mehr Sinn. Aha, hier ist es. Okay, das sieht einfach nur fast genauso so aus. Irgendjemand hat mich wieder geschlagen und ich durfte deswegen nicht in das Loch reingehen. Es ist auch Zufall, ob dieser blöde Cursor auf dem oberen oder auf der unteren Option steht, wenn man das Menü öffnet, was ein bisschen nervt. So, wunderschön. Hi. Dann gibt es jetzt einen weiteren Stempel, und zwar einen weiteren Mogrimilan da unten rechts. Das ist nett. Vielen Dank. Jetzt müssen wir trotzdem noch zur Wüste weiter tuckern, das ultimative Element einladen gehen. Boah. Komm, Mogri, ich glaube an dich. Schnapp dir den Kelch. Wir müssen hier eine Brücke weiter zurückgehen. Es ist immer noch direkt am Anfang des Levels. Aber es hätte schneller gehen können, als es jetzt im Endeffekt ging. I'm dying, Kupo. Mal hier rum.
Ach, das ist doch schön. Er lässt mich tatsächlich auswählen, wo wir hinwollen. Das ist optimal. Dann können wir nämlich direkt nach Luda tuckern. Ich kann schwören, früher war das nämlich nicht so. Früher musste man, glaube ich, den Weg zurückfahren, den man gekommen ist, oder? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt zum Fährmann gegangen sind und mit ihm gesprochen haben. Anstatt, dass wir das Level abgeschlossen haben. Und nach Levelabschluss dann quasi zurücktransportiert wurden, wo wir hergekommen sind. Na, wie immer sei. Wir dürfen nach Luda fahren und das ultimative Element einladen, weil... Yay. Love it. Love it. Hier haben wir ein weiteres Level, das wir noch nicht in seiner Post-Game-Form gesehen haben bis jetzt. Zum Glück ist das ultimative Element direkt am Anfang des Levels. Skip. Brauchen wir nicht. Weg mit den ganzen Szenen hier. Okay, dann wäre danach das nächste Level auf unserer To-Do-Liste das erste Level. Flussbälle. Müssen wir uns von unten nach oben durcharbeiten, auf der rechten Seite. Haben wir die Inseln und die linke Seite ja schon durch. Hier den Mogri in der Lunari-Wüste habe ich ja schon vor langer Zeit geholt. Wüste im Mondschein. Da können wir uns den Trip zu den Mogris also sparen. Glücklich im unglücklicherweise. Ja, ja, skip, 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 skip. Los geht's. Nimm mal den Kelch, wir wollen das Ding mal eben umändern. Oh mein Gott. Vielleicht, wenn du dich mal ein bisschen beeilen würdest, so fettes Viech. Gott. So lahm. Und doch so fordernd. Oh hey, guck mal, ein ultimatives Element. Hau drauf. Beamen. Ich hab Beam gesagt. Beam. Ist zwar nicht weit, aber leichter als rauszugehen. Wunderschön. Unbekannt. Okay. Sah so grün aus. Aber das lag jetzt nur daran, dass wir von Wind auf Ultimativ gewechselt sind und Ultimativ halt immer noch so ein bisschen grünlich ist. Was verwirrend ist. Okay, dann jetzt zum Dorfhafen. Und dann geht's bei den mehr oder weniger Kontinent 1 Leveln von unten nach oben durch. Dorfhafen. Jawohl. Und ab die Post. In der Flussbälle bin ich mir relativ sicher zu wissen, wo die Mogris sind. Hatten wir auch, als wir das Postgame-Level gespielt haben, angesprochen. Allerdings habe ich da schon mehrfach vergeblich die Höhle gesucht. Ich bin gespannt, ob wir sie jetzt gleich finden werden. Witzigerweise ist die Mogri-Höhle tatsächlich nicht das frisch bezogene Mogri-Haus aus Jahr 1. Was man ja eigentlich vermuten mögen mag. In diesem Level. Gerade wenn man dann anfängt, die Mogris zu suchen, wenn einem das erste Mal erklärt wird mit dieser Stempeljagd. Und die Mogris sagen einem ja, dass sie sich da quasi gerade frisch eingerichtet haben. Von daher ist es eigentlich naheliegend zu glauben, dass man die einfach nur in einem späteren Zyklus ansprechen soll, um den Stempel zu kriegen. Aber nee, zählt nicht. Glücklicherweise haben wir die Mogris in den Höhlen und Städten alle schon geholt, sodass wir uns darum nicht mehr kümmern müssen. Und tatsächlich nur noch die letzten paar Level abgrasen müssen. Ja, also wie gesagt, Flussbälle. Da können wir uns auch relativ früh theoretisch das Vita holen, wobei das Level auch ziemlich kurz ist. Lohnt sich auch kaum dafür. Wenn ich eine Controller-Cam hätte, ich würde gern zeigen, wie dermaßen nach unten ich den Pad gehalten habe, als er sich entschieden hat, nach oben zu gehen. Manchmal dieses Spiel, ne? Dafür haben wir ein Event zusätzlich gekriegt. Was ist es denn? Oh, meine Lieblinge. Die Yuke. Ist es tatsächlich die Weisheit der Yuke? Ihr aus Dorf, ist euch die Weisheit der Yuke nicht 10 Gil wert? Ja doch, gib mal her, was hast du denn, neuer Intel? Eine weise Entscheidung, ihr aus Dorf. Die Kampfpuddinge! Das ist ein mega frühes Event, das hätten wir in Jahr 1 oder so weit kriegen können. Ich bin beeindruckt, dass wir das jetzt erst im Jahr 16 gekriegt haben. Sheesh. Fast ein bisschen traurig, aber naja, manchmal ist das so, ne?
Dieses Mal habe ich das Steuerkreuz gedrückt, damit der 3D-Stick keinen Unsinn machen kann. Ich halte das Ding im wahrsten Sinne des Wortes straight nach unten. Das Steuerkreuz, das kann man doch gar nicht falsch annehmen im Spiel. Das ist einfach dreckig programmiert und das ist alles. Was haben wir dieses Mal? Ach, die Tänzer. Habe ich keine Zeit für. Hab schon mal für mich getanzt. Was ist? Gefällt's dir? Wie wär's? 100 Gil für eine Aufführung? Nope. Das nächste Mal dann. Ins Tagebuch eingetragen. Den Eintrag dafür, dass er getanzt hat, haben wir schon. Jetzt haben wir den Eintrag dafür, dass er nicht getanzt hat. Das ist das eine, was wir sowieso nicht machen werden. Alle Tagebucheinträge holen. Vor allem nicht bei den Random Events und so. So, können wir jetzt... Dankeschön. Zu gütig spielen. So, Flussbälle. Nach einem kleinen Umweg, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Flussbälle und den weiteren Dungeons. Wenn wir die letzten Goblin-Stempel holen. Goblin-Stempel? Mogri-Stempel holen. Ich weiß nicht, ob wir das in einer Folge schaffen. Wir werden es sehen. Bis dahin. See ya.